muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sehr gemischte Gefühle. Wir machen uns auf den Weg nach Lüsche. Ich glaube, ich muss so ein ganz bisschen die Vorgeschichte erzählen. Ja, wir haben ja Körchen vor, ich glaube, ja, genau 4 Wochen und 3 Tagen haben wir Körchen abgeholt. Wir haben ihn vorher ausprobiert, wir haben eine AKU gemacht. Natürlich sind mir beim Probereiten ein paar Dinge aufgefallen. Ich fand, dass er hinten nicht ganz taktrein lief. Bei der AKU hat denn der Tierarzt gesagt, er würde vorne nicht ganz taktrein laufen, vorne links. Für mich ist es natürlich so, dass ich ganz, ganz viele Eventualitäten für sowas habe. Er ist 4-jährig, jetzt natürlich ab Januar 23 5-jährig, wenn man das halt nach FN beurteilt. Aber er ist halt 1,85 Meter Stockmaß und da sind natürlich Taktunreinheiten auch wirklich nicht ganz selten. Dann ist es auch noch die Seite, wo häufig Magen mit dem Spiel ist. Er hat ja viel gespeichelt. Er hat hier bei uns die ersten 3 Tage wenig bis gar nicht gefressen. Das sind auch wieder Sachen, die zu Taktstörungen führen. Unpassende Sättel, Zahnbefund. Ich habe reingefasst, ich habe schon scharfkantige Zähne gefühlt. Das heißt also, das sind so alles so Dinge, wo ich mir dann natürlich, bevor ich mir ein Pferd kaufe, ganz besonders ich, glaube ich, einfach mir überlegen muss, was könnte es sein? Ansonsten, glaube ich, würde ich nie ein Pferd finden, weil jedes Pferd hat irgendwas. Also zumindest, wenn ich gucken gehe. Und von daher muss man natürlich immer gucken, welches Risiko kann man eingehen, welches Risiko kann ich eingehen. Ja, und er ist jetzt quasi 1 Woche, 1,5 Wochen, sage ich mal so, wirklich in der Arbeit, weil wir die ersten 3 Wochen durch Krankheit selber ausgefallen sind. War für die Köchin, glaube ich, gar nicht schlecht. Der hat hier ein bisschen gechillt, hat sich mit Hengstis und Konrad und Happy und Zito und Campino angefreundet und ist halt einfach angekommen. Und ja, jetzt so nach 10-mal Reiten ungefähr, ich zähle das ja nicht, stellte sich halt wirklich diese Taktunreinheit auch noch ein bisschen deutlicher da, gar nicht unbedingt, weil er immer taktunrein läuft, sondern die Sehne vorne links nach dem Reiten ist immer ein bisschen aufgeschwemmt gewesen und auch das Fesselgelenk vorne ist immer ganz leicht gefüllt gewesen. Und ja, wir haben dann natürlich in der Zeit ja den Magen antherapiert, um das schon mal wieder rauszukriegen. Für die Taktunreinheit vorne haben wir einen Beschlag bei Herrn Aal, das uns jetzt geholt, um zu schauen, ob es besser wird. Und durch den Beschlag ist die Taktunreinheit vorne für 2-mal wirklich eigentlich gut gewesen, dass wir gedacht haben, wow, das ist es jetzt gewesen. Was aber jetzt dazu gekommen ist, ist gar nicht Taktunreinheit denn vorne, sondern jetzt ist es hinten. Hinten rechts, das, was ich auch schon gesehen habe. Und ja, ich sehe halt immer nur, dass sobald er steht, sobald man anhält, schont er sofort hinten rechts das Bein, also auch beim Reiten. Also wenn vorwärts, abwärts reiten oder so ein bisschen Schritt, Trab, Galopp, Eingewöhnungszeit hier so in eine Runde, Schritt, Cross, Trail schon zu einer Überbelastung führt, weiß ich nicht, ob das denn nicht vielleicht auch ein bisschen pathologisch vorgegeben ist. Und das heißt es jetzt zu klären. Ja, und im schlimmsten Fall, das ist das, was bei mir immer so schwer hängt. Ich muss mich ja auch darauf einstellen, dass es etwas ist, wo er unseren Hof wieder verlässt oder verlassen muss. Und es ist so ein feines Pferd. Also ich habe, glaube ich, da wäre es vom Charakter her wirklich so, dass ich sagen würde, das sind wirklich Konrad-Qualitäten. Also sowas Ruhiges, Gelassenes, Liebevolles, Menschenbezogenes. Das wäre wirklich, das wäre nicht schön. Jetzt heißt es eben ein bisschen aus dem Matschpferd ein ansehnliches Pferd machen, dass wir da nicht so aufschlagen. Und das mache ich jetzt mal schnell. Ein Körchen, und dann hoffe ich, dass du auf den LKW gehst. Wir wollten eigentlich ein schönes Verladetraining machen, wie man es von uns kennt, dass die Pferde wirklich immer
etwas Leckeres haben, dass sie gerne auf den LKW gehen. Und bei Körchen ist es jetzt wirklich so, LKW zu Herrn Ahlders fahren in eine fremde Umgebung. Jetzt heißt es auf den LKW steigen, um in die Klinik zu fahren. Es ist also genau das, was wirklich überhaupt nicht in unserem Sinne ist. Aber ich wollte jetzt mit dem Bein kein Verladetraining machen. Und von daher müssen wir jetzt mal gucken, ob er jetzt wirklich auch wieder einsteigt. Ich mach nur ab, Körchen. Brauchst keinen Huf geben. Oh. So, guck mal. So, Körchen. Komm her, wir machen einmal den Wasserschlauch an. Es ist immer ganz fies, Körchen ist warmes Wasser gewohnt. Im Steinwitter gab es warmes Wasser. Und das haben wir hier nicht. Und dann merkt man schon mal, das ist immer kaltes Wasser. Warmes Wasser gibt es aber nun doch schon auf Hof Eicheneck. Nur eben nicht hier beim Putzplatz. Und das Klo ist auch schon seit kurzem nicht mehr über den Hof. In Ordnung. Oh ja. Ja, fein. So, schön toll. Klasse. Ja. Toll machst du das. So ein feines Körchen. Ich passe auf dein Auge. Ja, ich pass auf. Da sind die Leckerlis drin, da hast du recht. Ja, Körchen ist nicht mehr das. Das, wie soll ich das sagen? Das geschwärzte Dressurpferd, sondern er suhlt sich wirklich im Matsch. Er spielt mit den anderen Pferden. Dann hat er hier mal einen kleinen Knipser, da mal einen kleinen Knipser. Das hat ein bisschen gedauert, bis er seinen Kopf durch die Heuraufe gesteckt hat. Da ist er doch ziemlich oft angeeckt. Und ja, Körchen hat letztendlich jetzt so in diesen 4 Wochen, sage ich mal, die ja hier ist, hat er halt jetzt alles an Spurenelementen schon mal gekriegt. Wir haben eine Entgiftungskur gemacht. Er hat unheimlich angefangen zu schuppen. Ich würde mal so sagen, dass sich das Fell auch, er war ja geschoren, wirklich jetzt verändert. Das heißt also, es geht alles eigentlich in die richtige Richtung. Man merkt, er vertraut uns auch immer mehr. So Kopfbürsten zuerst hier fand er gar nicht so schön. Er hat sich jetzt nicht gewehrt, aber er hat den Kopf schon immer weggemacht. Und jetzt hält er ihn hier hin und findet das ganz angenehm. Es ist natürlich auch immer was zu fressen da. Das ist natürlich auch immer schön. Und ja, das sind halt alles so Dinge, die wachsen einem ja doch schnell ans Herz, wenn sie so sind wie er jetzt. Das ist also wirklich schon Wahnsinn. Ja, ne? Und das ist für ihn ja auch was ganz anderes. Also putzen und sowas natürlich nicht, Beine abspritzen auch nicht. Aber wenn man sich das mal überlegt, in so einem Ausbildungsstall, sind die nicht alleine. Die werden aus der Box geholt, die werden meistens ja auf der Stallgasse angebunden, entweder in einem Putzstand oder halt wirklich an den Stäben vor der Box eines anderen Pferdes. Dann gehen sie ja auch nicht wirklich weg, weil wenn sie denn in eine Reithalle gehen, dann sind meistens ja auch noch andere Pferde da, wenn es mehrere Reiter sind. Also das ist schon wirklich ganz enorm, wenn man so ein junges Pferd hat, was so ein Stall gewohnt ist, was sich hier jetzt ganz alleine hinstellt. Die anderen stehen hinten. Und das finde ich schon ganz krass, weil er ist ganz entspannt. Fein. Körchen? Und du drückst tüchtig die Daumen? Na super, das mach mal mit 4 Hufen. Na komm, so, wir laden jetzt auf und dann sehen wir uns in Lüsche wieder. Komm, Körchen. Komm her. Komm, wir gucken mal, ne? Na, komm mal mit. Na, komm mal mit hoch. Fein. Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Na, komm mal mit. Komm her. Komm her, komm. Komm, Körchen, komm. Na, komm, schaffst du. Ja, kann sein, dass das ein bisschen wehtut, ne? Ja, guck's dir mal an. Genau, hier oben ist was Leckeres zu essen. Hier ist Essen. Ja, und schau mal hier, pass auf, hier. Guck mal hier.
Oh. Kommen wir durch? Ja, komm. Komm, mein Junge. Klasse. Komm mal mit. So, guckst du dir wieder alles an, machst du ganz vorsichtig, wie immer. Jawohl. Ei, toll. Hallo, super. Da bist du letztes Mal schon rübergegangen. Ne? In der Tierklinik Lüsche ist Körchen in den letzten Wochen nun schon so oft gewesen, dass ihn sogar der Chefarzt mittlerweile mit Du anredet. Herr Dr. Kuhne wird sich Lacour heute auch anschauen. Ja, bist du ganz fein. Toll, machst du. Er hat jetzt einen Spezialbeschlag von Herrn Ahlders bekommen. Da war es auch das erste Mal reiten, danach besser. Mhm. Aber es ist immer so, dass er vorne links so eine ganz leicht aufgeschwemmte Sehne, diese Zwischenräume sehr, sehr aufgeschwemmt sind. Also haben Sie schon geschallt? Nein, vom Fühlen. Ach, vom Fühlen, ja, okay. Vom Fühlen. Mhm, ja, wegen also Schallen sind wir jetzt hier. Bisschen puffig. Genau. Ja. So, und dann lief er nach dem Herrn Ahlders-Beschlag zweimal wirklich richtig, richtig gut. Ja. Außer so in ganz engen Wendungen. Da hat er noch mal manchmal, wenn man innen ein bisschen stehen geblieben ist an der Hand, hat er mal getaktet. Zähne sind aber halt noch nicht gemacht, die kommen jetzt Freitag. Er stand aber dann am nächsten Tag nach der guten Trainingseinheit plötzlich wirklich hinten rechts lahm da. Okay. Wir konnten jetzt nicht mehr identifizieren, ob es vorne links auch noch war, weil rechts hinten war dann halt einfach von der Optik her für uns erstmal deutlicher sichtbar. Ja. Ich würde Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Ja. Was mit dem Schallen können wir sowieso machen, machen wir auch. Aber uns interessiert natürlich, wo die Lahmheit oder die Taktunreinheit herkommt. Ja. Ja, Taktunreinheit ist ja nicht ein anderes Wort für Lahmheit. Ja. Lahmheit ist Schmerz. Also irgendwo hat er Schmerzen und deswegen ist er asymmetrisch. Das heißt, eigentlich wäre der Weg, wir gucken uns an erstmal, wo er asymmetrisch ist. Ja. Und dann versuchen wir herauszufinden, warum. Ja. Und wenn ich weiß, wo, halt, dann weiß ich auch, was wir machen. Ob wir schallen oder röntgen oder egal. Ja, aber wir müssen uns ein bisschen erarbeiten, das Ganze. Kein Problem. Und ich zeige Ihnen das nachher, wir machen das, wir kombinieren das mit einer objektiven Ganganalyse. Mhm. Also nicht als Tierarzt sage ich Ihnen, der ist von links lahm, das kann ich auch, aber wir können das auch vermessen. Ja. Weil Pferde halt auf vier Beinen laufen und die haben ganz andere Kompensationsmechanismen. Ja. Ja, Sie haben ja eben gesagt, das geht so diagonal von vorn nach links, aber wenn das jetzt hinten rechts das Primärbein wäre, dann wäre der hin rechts und vorn rechts lahm. Wir haben ihn jetzt vierjährig gekauft, er ist jetzt irgendwann im Mitte des Jahres wird er 5, aber eigentlich wären sie ja jetzt alle im Januar 5. Hat aber alles gegeben beim Wachsen, ne? Ja. Der hat kein einziges Abzeichen. Hat er irgendein Zuchtbuch irgendwo? Dänisches Warmblut. Dänisches Warmblut habe ich. Dänisch. Ja, die brennen dort nicht. So ist es schön. Sehr schön. Also, Sie haben gesehen, wir haben in der Halle haben wir auch diese objektiven, das sind Kameras, 30 Highspeed-Kameras. Und diese gleiche Gruppe hat jetzt eine App entwickelt, wo ich mit meinem iPhone und künstlicher Intelligenz die Pferde filmen kann. Ja. Und dann werden die Daten hoch, das sind dann auch Highspeed Slow-Motion-Bilder. Okay. Und mit dieser künstlichen Intelligenz wird dann Impact und Push-Off, also Auf- und Abfußen, jeder einzelnen Gliedmaße und Range of Motion, das heißt der Beugewinkel jeder einzelnen Gelenke, wird dann analysiert. Ja. So können wir ganz objektiv, nachher auch wenn wir betäuben, können wir dann sehen, okay, wenn wir das betäuben, ist es 30% besser oder schlechter. Okay. Gut, wir gehen raus. Wir wollen uns das angucken. Filmen den jetzt auch mal ein bisschen mit. kann einer von euch nachtreiben? Das
Gut, und dann mal rechts rum. Gut, okay, dann gehen wir in die Halle. Dann wollen wir uns das mal auf weichem Boden angucken. Die Tierklinik Lüsche entwickelt ihre Diagnoseverfahren ständig weiter und verwendet dabei auch modernste Technik, die den Tierarzt für immer genauer werdende Aussagefähigkeiten unterstützt. War das letzte Woche beim Reiten deutlicher, das Lahm? Ja, ne, da konnte er ja kaum laufen. Dann ist es jetzt nach 4 Tagen Ruhe schon besser. Da war das aber hinten, sagen da Sie? Da war es hinten, aber ganz okay. Doll. Deswegen, ja gut, und da war es dann auch dick. Das war ja eine akute Geschichte. Das hat wahrscheinlich mit dem Taktunrein, was Sie bei der Ankaufsuntersuchung hatten, nichts zu tun. Nein. Ne, ist es etwas, was man dann mit Training und sowas wieder wegkriegt? Ist es was mit Duftrolle? Ist es dies? Ist es das? Das ist es jenes? Das kann man halt nicht beantworten. Ja. Man muss erstmal eine Diagnose haben. Ja. Und dann entscheidet ja der Befund nachher, ja, ob sie ihn haben wollen. Ja. Oder ob es eine Tour geht. Genau. Oder ob es was Einfaches ist, was wir reparieren können. Ja. Sie haben sich ein Pferd gekauft, wenn Sie den. Von der Komfort, lass ihn mal hinten schließen, bitte. Ich habe mir doch ein bildhübsches Pferd gekauft, oder? Ja. Also überzeugt hat uns der Charakter. Weil er so lieb ist, ja. Ja, wirklich. Lieb ist er. Ganz, ganz. Ja, aber er kann nämlich auch gar nicht so schön geschlossen stehen. Weil er muss immer schon so ein bisschen im Schlittschuhschritt stehen, weil er, sobald er geschlossen steht, dann steht er unterhalb des Körpers. Ja. Das ist von der Konformation her, so ist er halt gebaut, ist aber ein Nachteil. Mhm. Weil das sind dann Pferde, die schnell mal Probleme entwickeln. Sie sehen, der hat einen ganz langen Unterschenkel, ist steil eingeschienen im Sprunggelenk. Ja. Ja. Und normalerweise hat ein Pferd, wenn wir jetzt, das ist der Hüfthocker. Ja. Und wenn ich jetzt eine Linie ziehe zum Sitzbeinhöcker, hier ist der Sitzbeinhöcker, und dann ziehe ich wieder eine Linie zum Knie. Mhm. Und das verbinde ich dann. Okay. Das sollte eigentlich ein gleichschenkliges Dreieck sein. Sodass rein biomechanisch ist es für dieses Pferd schwierig, das Pferd, dieses Bein hochzuheben und unterzufußen. Okay. Das ist, gab es in der Schule, die Hebelgesetze. Ja, ja. Ja, und sowas macht er dann. Ich nehme die Beine nach hinten raus. Mhm. Ja? Und das kann man auch daran sehen, dass dieser Muskel, das ist ja für Hochheben und Unterfußen, der ist einfach atroph, der ist unterentwickelt. Ja. Dann zeigen Sie mal, wo es schlimmer war. Also es ist denn wirklich dieser Bereich hier, hier dieser Bereich, der sich auffüllt und hier auf der Innenseite schlimmer. Und da ist es jetzt auch noch ein bisschen, aber der ist hier denn wirklich aufgeschwemmt, als wenn man, was weiß ich, Grießpudding da rein. Bist du weit, Lucy? Ja. Und einer müsste nachtreiben wieder, ne? Ja? Okay, und treiben. Sie sehen, das ist die Beugeprobe, ist so der halbe Bahn positiv. Ja. Das darf ein altes Pferd darf das machen, aber kein junges. Nein. Ja? Also für ein ein junges Pferd ist eine positive Beugeprobe nicht normal. So, Lucy, und dann los. Da sind aber auch die ersten Schritte nicht ganz klar, oder? Sehe ich das verkehrt? Genau. Und Sie sehen, er ist bei beiden eine halbe Bahn. Ja. Ich nenne es mal lahm. Mhm. Ja? Nicht viel, aber ein bisschen. Ja. So, und das ist dann, sagen wir mal, wenn wir das, was wir jetzt hier machen, auch mit dieser objektiven Ganganalyse, das sehen wir sehr schön in Zeitlupe. Und hier sehen Sie jetzt Auf- und Abfußen jeder einzelnen Gliedmaße. Und jetzt wird es interessant, wenn wir dann hier gucken, das ist jetzt Zirkel rechts rum. Zirkel rechts rum, sagt er, finde ich ihn beim Abfußen lahm.
Ja, aber das hat man ja rechtsrum auch gesehen. Genau. Auf dem Zirkel, dass er... Genau. Aber er ist definitiv nicht in Ordnung. Ich finde den Beidseits vorne nicht in Ordnung und rechts schlechter als links. Mhm. Einverstanden, meine Damen? Was würde passieren, wenn jetzt einer den Kopf seitlich bewegt? Weil das machen die den ganzen Tag. Wenn wir das beide Buck machen, dann würde man dann jetzt mit den Nerven anfangen und von unten nach oben. Ja, ja. Sie haben ja Erfahrung. Ja, ich habe so einen kleinen Verdacht. Deswegen würde ich, weil das mir mehr Informationen gibt, würde ich gerne das rechte Fesselgelenk sofort betäuben. Ja. Ja? Mhm. Ja, weil er ist auch relativ lang gefesselt. Hier werden nun bestimmte Bereiche lokal betäubt. Sollte sich die schmerzende Stelle in diesem Areal befinden, müsse das Pferd danach lahmfrei laufen können. Wenn nicht, wird ein weiterer Bereich dazugenommen. Also jetzt auch Ihr Vorbericht ist für mich ganz wichtig. Ja. Aber dann vergesse ich den einmal. Das ist auch gut so. Weil dann gucke ich dann selber. Und für viele ist es einfach, die wissen, die merken, ah, mein Pferd ist nicht in Ordnung. Ja. Können aber dann auch nicht sagen, welches Bein. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Wir können von hier aus darunter traben und zurück. Kann nur sein, dass er bei den Gullis zur Seite geht. Gut. So, jetzt werden wir unsere Fachfrauen mal mit einbeziehen. Sie haben gesagt, hinten fanden Sie ihn besser. Anders. Ich fand jetzt, dass er hinten links zum Beispiel genauso instabiler gelaufen ist. Mhm. Wo er jetzt vorne rechts betäubt ist. Ich finde, er läuft hinten genauso wie vorher, aber läuft vorne links schlechter. Das finde ich auch schlechter, weil er viel mehr genickt hat. Also ich fand ihn vorne jetzt besser, aber auch hinten. Das ist jetzt das, was bei Tierärzten auch passiert. Wenn Sie 5 Tierärzte fragen, bei geringgradigen Lahmheiten, also unter 1 aus 5, haben wir eine Übereinstimmung von 25-40%, je nachdem, wie gut ausgebildet sie sind. Also ich finde, dass er viel mehr genickt hat auf der rechten Hand, links, das war davor viel weniger. Genau. Sie achten halt auf andere Sachen als zum Teil andere. Die einen gucken mehr auf die Hintergliedmaßen, die anderen gucken mehr auf die Vordergliedmaßen. Ja. Ja. Und bei solchen ist es dann extrem wichtig, dass man das dann messen kann. Wäre auch noch eine Peitsche. Ich finde es auch positiv mit Umkehr. Schön, dass du das sagst. Mhm. Das gefällt mir immer am besten. Wenn ich deiner Meinung bin, ja. Das sagt meine Frau auch. Wir sind wieder soweit, ne? Okay. Kommen Sie mal auf unsere Seite. Keksbedruckung. Genau, immer da stehen, wo es passiert. Moment. Und da jetzt die eine Seite besser, aber dafür die andere Seite schlechter geworden ist, wird nun auch die andere Seite betäubt. Ja, bis jetzt sieht das alles nicht so gut aus. Es ist wirklich wahrscheinlich sogar auf beiden Vorderbeinen was. Und jetzt sind wir gerade am Testen, wo es herkommt. Er ist jetzt abgespritzt. Die ersten Lokalanästhesien sind jetzt drin und wir schauen. Und ja, aber es ist halt schon die Aussage gekommen, dass ein altes Pferd solche Anzeichen zeigen darf, aber halt kein 4-Jähriger oder 5-Jähriger. Da muss man halt schauen, was ist es? Kann man es beheben oder ist es etwas, was ihm halt begleitet? Und ja. Multitasking, das geht los. Und wieder ab in die Halle, um zu schauen, wie er sich jetzt auf weichem Boden bewegen kann.
findet wieder rechts mehr, ne? Mhm. Gut. Aber rechtsrum ist ja auch irgendwie überhaupt gar keine Längsbiegung da. Der geht ja eigentlich geht der ja immer nur links rum. Wenn er Schmerzen hat, kann er auch sich rechts nicht biegen. Nee. Ne? Ja, das ist vor und nachher. Da sieht man, dass das Fesselgelenk einfach, das reicht nicht aus. Ja. Ne? Ja? Gut, gehen wir rüber. Machen wir einmal dann mal eine MPA vorne rechts draufsetzen. Ja, ja, guck, schon fertig. Super. Die treibende Kraft ist dran und Sie dürfen nicht vor meiner Kamera laufen. Oh, okay. Gut, ihr dürft. Hopp. Immer noch nicht weg. So ist anders geworden. Ist er beim Vorreiten gegangen, dass er aufgefußt hat, aber halt nicht mit dieser, also mit so einem kurzen Schritt vor, kürzer, also so verhalten. Wenn man damals oder so, manchmal Fisselarbeit, ne? Ja. Und weil das nicht immer nur eine Ursache hat, sondern meistens sind es verschiedene Komponenten, muss man sich da einfach Zeit lassen. Und manche brauchen wir auch ein paar Tage sogar, um der komplett, sagen wir, alle Faktoren dann aufzudecken. Ne? Ja, bloß wenn wir sehen, ist es ja eigentlich schon zu viel. Es ist im sichtbaren Bereich. Ja. Ja, es, man redet sich das dann gern auch schön, aber letztendlich, Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben ordentlich hingestellt, neue Füße bekommen, Zähne gemacht. Das ist alles richtig. Und man darf auch gar nicht vergessen, der hat jetzt 3 Wochen einfach nur auf Weide und Paddock gestanden, weil wir selber krank waren. Wir haben ihn jetzt wirklich erst seit 1,5 Wochen unterm Sattel. Ja, umso schlimmer. Ja, das ist das, wo ich jetzt ganz erschrocken war. Das ist das eigentlich ja. Und dann frage ich mich, dann muss doch sowas vorher auch gewesen sein. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Ja, wir müssen natürlich das beurteilen, wie es heute ist. Und Ihre vertragliche Situation mit dem Verkäufer, das haben Sie ja fix. Ja. So, und dann ist es für mich einfach, gut, einmal müssen Sie dann entscheiden, welchen Weg Sie gehen. Denn letztendlich wird das dann so sein, wenn wir, dann müssen wir da links dann jetzt auch noch die MPA setzen. Ja. Dann müssen wir einen Tag warten, dann müssen wir Hufgelenk, Krongelenk abklären, wenn das dann positiv ist, weil die Röntgenbilder nicht. Wir haben ein bisschen was am Strahlbein, aber jetzt nicht so, dass man sagt, das kommt unbedingt der. Dann sind wir wahrscheinlich beim MRT. Ich sag mal, ganz ehrlich, aus dem Bauch heraus würde ich Ihnen sagen, neues Projekt anstarten ist besser als jetzt hier nochmal. Nein, das wäre jetzt halt meine Frage. MRT beidseits sind 1800 Euro. Ne? Ich meine, wir müssen da ganz viel Geld nochmal reinstecken und dann kommen. Weiß man, was es ist, aber ob es dann. Also ganz ehrlich, ich wollte ein Pferd haben, was Sie ich mir aufbaue, womit reiten, ich dann in M und S gehe. Ja, und das ist. Und das ist, glaube ich. Ist bei einem 5-jährigen Pferd, der noch nicht viel gemacht hat. Ja. 4 oder 5? 5. 5 ist er jetzt noch 4, ne? Wird erst Mitte des Jahres 5. Ja, das ist also ist ein bisschen viel. Ja. Und man soll es nicht haben, aber so mein Bauchgefühl ist nicht so positiv. Ja. Was die Belastbarkeit angeht. Ja, also einerseits bin ich total froh, dass wir jetzt hierher gekommen sind. Andererseits natürlich auch wieder nicht, weil es bedeutet, ich muss mich wieder von dem Lacour trennen und der von uns. Das ist natürlich war nicht in meinem Sinne, habe ich mir auch so nicht vorgestellt. Aber es sind ganz viele Sachen zum Vorschein gekommen und es besteht auch der Verdacht, dass der Lacour schon operiert wurde. Und das gucken wir jetzt gerade nach. Also dann wäre ich wirklich, wirklich erschrocken. Ich muss das erstmal verarbeiten und. Ja,
sind ja gerade in der Tierklinik Lüsche gewesen und haben halt die Taktunreinheit nochmal untersuchen lassen, weil wir halt mit Spezialbeschlag, mit Magenantherapien, mit ja letztendlich auch einem gewissen Schonprogramm, einer Eingewöhnungszeit auf der Weide, auf dem Paddock, ja, leichten Reiten, wie man es letztendlich von uns kennt, also nicht irgendwie so dieses oben hin und spektakulär, sondern halt wirklich einfach erstmal schauen, wie ist es. Und es stellt sich aber irgendwie so, für mich hat sich auch mal so ein bisschen herausgestellt, dass er gar nicht wirklich von alleine laufen möchte. Also es war eine sehr hohe Triebigkeit da. Ich habe halt einfach nur gesagt, es stand ja in dem Raum, und dadurch, dass sich das alles so ein bisschen so entwickelt hat und auch jetzt nach dem Spezialbeschlag einmal richtig, richtig gut war, danach aber auch sich wieder Probleme eingestellt haben, habe ich jetzt halt so für mich gesagt, Mensch, ich möchte das gerne wirklich, bevor ich ein Pferd habe, was mit Schmerzen hier läuft, möchte ich es gerne untersucht haben. Und meine kleine Hoffnung war eigentlich für meinen Kopf, wenn etwas da ist, dann ist es etwas, was man reparieren kann. Ich habe mich nicht mit dem Gedanken anfreunden wollen, dass vielleicht Lacor unpassend ist oder so einen Schaden mitbringt, der es quasi unmöglich macht, ihn quasi auch für meine sportlichen Ambitionen oder rückkehrenden sportlichen Ambitionen einzusetzen. Es ist für mich also eigentlich noch viel schlimmer, weil ich halt weiß, sein Schmerzmaul, das hat gar nichts mit seinem Magen zu tun, das hat gar nichts mit anderen Dingen zu tun, sondern er hat wirklich jetzt gerade auch so Schmerzen. Wir haben ihn also abgespritzt und wir konnten halt mit dem Abspritzen, heißt für die, die es nicht kennen, dass man wirklich Schritt für Schritt verschiedene Gebiete lahmlegt, sediert quasi, um das Schmerzverhalten auszuschalten, und dann schaut man, was muss man alles lahmlegen, dass die Lahmheit aufhört. Und wir sind gar nicht bis zum Ende gekommen. Es wäre jetzt also das MRT notwendig. Und ich hatte riesen Glück, dass halt wirklich einer der Chefs selber halt einfach uns dadurch betreut hat. Und er hat mir ans Herz gelegt, wenn ich wirklich ein Reitpferd haben möchte oder vielleicht sogar sportliche Ambitionen habe in der Dressur, sagt er, dann möchte er mir die Hoffnung eigentlich gar nicht nehmen, aber er musste sie mir nehmen, weil er nicht glaubt, dass er einer Belastung standhält. Also nicht in den jungen Jahren mit dem Befund, mit der Diagnose kann man gar nicht sagen, weil dann hätte er ins MRT gemusst. Ja, und für uns ist es jetzt halt letztendlich, müssen wir jetzt mit den Ex-Besitzern quasi Kontakt aufnehmen. Wir haben ja dieses viermonatige Rückgaberecht. Ich hätte aber ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass wir das brauchen. Aber es ist wirklich so, dass es auf beiden Seiten ist. Es ist wahrscheinlich die Hufrolle mit betroffen, es ist Fesselgelenk, Strahlbein, und weiter sind wir gar nicht mehr gegangen, und das auch noch beidseitig. Und für mich ist es immer ganz schlimm, also es ist, ja, es, man weiß ja gar nicht, wie geht es denn weiter für den Lacor. Geht er einfach in den nächsten Berittstall, kommt er zu irgendjemandem und kann schön auf die Wiese, es ist ein Schatz an Pferd. Das ist eigentlich so das Schlimme. Und natürlich dieser ganze Ärger, der damit verbunden ist. Und da müssen wir jetzt erst mal gucken. Und ja, von dem ganzen anderen will ich jetzt gar nicht sprechen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, was da mitspielt.
Ariane hat mit ihrer Arbeit schon so vielen Pferden und ihren Besitzern wieder das Glück in den Stall gezaubert. Doch bei ihren eigenen Pferden scheint ihr das nicht vergönnt zu sein. Nach Google wollte sie eigentlich nie wieder ein Pferd kaufen. Nach diesem Erlebnis jetzt wird es wohl die Zeit zeigen, ob es wirklich dabei bleibt. Heute stehe ich mit ganz gemischten Gefühlen hier. Zum einen mit Freude, zum anderen aber auch mit ganz viel Traurigkeit in mir. Freude, weil ich halt einfach wirklich gesehen habe, wie viele Menschen mir ein tolles Pferd gönnen. Das ist wirklich ganz krass gewesen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so viele Kommentare kriege und dass auch Körchen einfach so durch den Film einfach ganz viele Herzen von euch trifft. Das, ja, aber unseres hat er auch getroffen. Einfach so, wie er war, so wie er ist. Lieb, schwarz, groß, eigentlich ja auch schöne Bewegung, wenn er sie denn hätte zeigen können. Und da habe ich wirklich viele, viele schöne Sachen gesehen, viele schöne Kommentare gelesen, die dann natürlich einen auch so ein bisschen bestärken und wo man sich einfach drüber freut. Wir alle haben uns drüber gefreut. Und auch gerade der Besuch bei Herrn Alders, der war auch wieder ganz schön für mich, weil ich halt einfach gesehen habe, das ist wirklich gar nicht nur Show gewesen. Das ist nicht nur dahingesagt, dass er wirklich schmiedefromm ist, verladefromm ist, vom Charakter her unbezahlbar ist. Das, glaube ich, konnte man wirklich sehen. Also auch Herr Alders hat ab und zu mal so gesagt, jetzt könnte es gleich ein bisschen gefährlich werden, als er mit seiner Schleifmaschine kam, aber nichts. Überhaupt nichts. Auch die Fahrt, LKW-Fahrt, Aufladen, Abladen, neue Umgebung. Also wirklich genauso, wie man ihn uns quasi verkauft hat. Und umso schwieriger fällt es mir eigentlich, einfach zu sagen, dass ganz viele Dinge passiert sind, die wir uns gar nicht so hätten vorstellen können, als wir wirklich das Risiko eingegangen sind, den Körchen trotz Taktunreinheiten mitzunehmen, weil wir halt einfach für uns gesagt haben, wir sehen hier so viele Taktunreinheiten. Das können die Zähne sein, das kann der Magen sein, das kann der Sattel sein, das ist mangelnde Bewegung in Brittstellen, Ausbildungsstellen, sind die nicht so wie bei uns 24 Stunden draußen. Und ich glaube, die Letzte, die daran nicht glauben wollte, dass man etwas nicht in den Griff kriegt, bin, glaube ich, ich gewesen. Und dadurch, dass sich Körchen den ein Hinterbein angehauen hat oder vielleicht beim Spielen ein anderer dran gekommen ist, ist hinten rechts das Fesselgelenk leicht angeschwollen. Und ich habe gesagt, oh Mensch, ich fahre am besten in die Klinik mit ihm, lasse das gleich angucken. Und hatte für mich so im Kopf, Mensch, dann könnte man auch eigentlich die Lahmheitsdiagnostik vorne mitmachen, wo wir ja gesagt haben, bei einer AKU gehört es irgendwie nicht mit rein. Das fand ich unpassend, weil das ist eine Therapiemaßnahme für ein Pferd, was einem gehört, wo man wissen möchte, warum hat es das, wie kann ich es reparieren. Aber bei einer AKU gehört das irgendwie nicht mit rein, als Käufer jetzt. Das müsste denn der Verkäufer vielleicht machen, wenn ich meine Logik so ein bisschen einsetze. Und ja, wir sind dann halt also hingefahren, hinten das Bein hatten wir mit Magnetfeldgamaschen schon eingepackt, das war schon leicht abgeschwollen und wir haben dann halt quasi wirklich vorne die Lahmheitsdiagnostik gemacht und da kam wirklich bei raus, dass halt Befunde da sind, die man nicht mal so eben abstellt und es war auch gar nichts Greifbares irgendwie, wo man sagen kann, Mensch, der hat eine Entzündung oder da ist ein Chip, den kann man rausnehmen und dann läuft er wieder oder ja, die Sehne ist ein bisschen angefisselt, macht man ein halbes Jahr Ruhe, wir machen vielleicht, was weiß ich, Stammzellen, Eigenblut, sonstiges und dann geht das wieder, sondern es ist wirklich unspezifisch gewesen. Und dann auch noch, wie sich rausstellte, auf beiden Vorderbeinen konnten wir durch Abspritzen der Beine die Lahmheit nicht komplett einstellen. Und ja, der Dr. Kuhne hat gesagt, also wenn wir jetzt wirklich wissen wollen, was auch noch dazu
beiträgt, dass er halt diese Taktunreinheit nicht ablegen kann, dann müssten wir wirklich das MRT nehmen auf beiden Vorderbeinen. Und da haben wir dann einfach für uns gesagt, wir haben ja diese viermonatige Rückgabegarantie extra deswegen gemacht. War eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, wirklich eine schwierige Entscheidung. Es sind zwar nur ein paar Wochen gewesen, aber diese paar Wochen haben ausgereicht zu sehen, dass es wirklich Pferde gibt, die vom Charakter so sind. Ich habe ihn wirklich mit Konrad so ein bisschen verglichen, obwohl Vicky und der Kameramann sagen, Konrad ist schon lange nicht mehr so, wie er früher war. Natürlich, er sieht nicht mehr gut, er riecht nicht mehr gut, er läuft nicht mehr gut. Dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr so. Darf er alles. Aber in Körchen habe ich wirklich einen potenziellen, ja, Nachfolger ist das blöde Wort, aber ich glaube, der hat die Coolness mitgebracht, halt einfach, glaube ich, wirklich später irgendwann mal mein Herz so zu berühren, wie es Konrad zum Beispiel macht, immer noch macht. Und das war schon sehr, sehr schwer. Es war hier viel mit vielen Personen zusammensitzen, bis wir dann wirklich gesagt haben, nee, wir machen es nicht. Wir müssen das Ganze realistisch betrachten. Es ist wirklich ein ganz großes Fragezeichen für uns, ob er für unsere Zwecke jemals so belastbar sein kann. Das ist ein Riesenfragezeichen, ein ganz großes Vielleicht. Und was ich aber sagen muss, ist, wenn man mal emotionale Sachen zur Seite schiebt, also die Ex-Besitzer, jetzt ja neuen Besitzer wieder, haben wirklich überhaupt gar keine Probleme gemacht. Die haben die Rückabwicklung super gut und freundlich mit uns wieder gemacht. Die waren natürlich auch traurig. Die haben sich gefreut, dass Körchen hier so ein Zuhause gefunden hat. Und haben halt gesagt, dadurch, dass selber eine Tierärztin mit in der Familie ist, die werden sich um Körchen kümmern, die werden alles abchecken. Das ist natürlich für einen Tierarzt denn auch überhaupt gar kein Problem. Und dann wird er halt dementsprechend behandelt. Und ich hoffe einfach ganz, ganz doll, dass etwas gefunden wird, dass etwas abgestellt werden kann oder vielleicht sich mit der Zeit verwächst. Er ist ja nun auch sehr, sehr groß. Und ja, wurde ja auch schon, sage ich mal, so geritten, dass er wirklich schon so eine Dressurpferdeader durchgeschnurrt ist. Das finde ich schon krass. Aber das zeigt halt einfach nur, wie brav er ist. Und ich drücke einfach für Körchen jetzt ganz, ganz doll die Daumen, dass es wirklich alles gut wird und er halt quasi entweder vielleicht irgendwann mal wieder hier aufschlägt. Das wäre natürlich was, wenn er wirklich richtig gesund wäre. Aber nun gut, ich glaube, das dauert ein bisschen. Und jetzt drücke ich erstmal ganz doll die Daumen dem Besitzer und natürlich auch Körchen. Und ich habe so für mich gesagt, ich gebe die Pferdesuche für mich auf. Ich kann diese emotionalen Achterbahnfahrten gar nicht so gut mehr vertragen, dass man wirklich wohin geht, sich auf ein Pferd draufsetzt, dann halt einfach die Aufregung gepaart mit der eventuellen Freude, weil es denn das Richtige ist. Dann plötzlich fährt man zur AKU, dann hatte man ein tolles Gefühl auf dem Pferd. In der AKU sind aber Sachen drin, die einem schon wieder sagen, oh nee, das geht gar nicht. Das schreit danach, dass das ein halbes Jahr oder ein Jahr gut geht oder. Ja, und im Fall von Körchen war es jetzt natürlich ganz, ganz krass. Von daher, ich brauche das, glaube ich, nicht mehr. Für Vicky ist es leider so, da müssen wir noch ein bisschen suchen. Wir suchen ein Verlasspferd für sie. Sie arbeitet so hart an sich und auch am Reiten. Und ich wünsche ihr einfach ein Pferd, was ihr ein bisschen hilft, womit sie sportlich so ein bisschen einfacher, sage ich mal, so über einen Parcours kommt, der für sie kämpft. Das ist Campi nicht und das war auch Sito nicht. Die haben nicht mitgekämpft, da musste sie schon reiterlich wirklich eine starke Leistung bringen. Und wenn es irgendwann mal ein Pferd gibt, was zum Beispiel unsere kleine Vicky, die ja mittlerweile schon so ist, wirklich so ein bisschen über ein A- oder vielleicht auch über ein L-Parcours trägt, darüber würde ich mich ganz, ganz doll freuen. Und ja, da begeben wir uns jetzt halt so ein bisschen auf die Suche. Aber ich für mich habe seit Google und jetzt auch nach Körchen, glaube ich, keine Freude mehr zu suchen.
Und jetzt hoffe ich, dass ja alle die, die so schöne Kommentare geschrieben haben und die mir wirklich so viel Glück gewünscht haben und sich für Kirchen gefreut haben, dass ihr nicht ganz so traurig seid und vielleicht hören wir ja mal was. Ich würde mich freuen, wenn ich mal irgendwas höre von der Besitzerin. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt so gar nicht sagen, ohne dass es nicht wieder ganz schlimm wird. Tschüss.